Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich werde jetzt dieses Video noch machen und es ein bisschen zwischenschieben zwischen den anderen Videos, die ich noch in Planung habe, weil ich dachte, es ist zwar jetzt schon ein bisschen spät, ja, wir haben jetzt Ende Januar, ja, ungefähr Ende Januar ist jetzt so Mitte, Ende Januar, wer weiß, wann dieses Video erscheint, aber es sollte auf jeden Fall noch im Januar kommen und ich rede schon wieder so viel Blödsinn, weil ich dachte eigentlich, dass das ein kurzes Video diesmal werden wird. Doch wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich auch wieder irgendein, ja, das in die Länge ziehen, so wie jetzt. Nein, wir werden heute mal, beziehungsweise ich werde euch heute mal zeigen, was meine Kleine zu Weihnachten, ja, Weihnachten ist schon lange her jetzt, bekommen hat. Weil ich hatte euch das im letzten Video mal gefragt gehabt, oder beziehungsweise so beiläufig erwähnt. Und ja, es hatte sich jemand positiv dazu geäußert und meinte, ja, mach doch ruhig oder ja, gern, warum nicht, sowas in der Art. Habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich nehme euch kurz mit. Und danach sehen wir uns hier quasi im Zimmer wieder. Okay, dann gehen wir mal raus, denn für das erste Geschenk, was sie von uns bekommen hat, also von Mama und Papa, steht nämlich da draußen. Das sind eigentlich zwei Geschenke. Das ist dieser wunderschöne, naja, es ist ein Kaufmannsladen. Dieser wunderschöne Kaufmannsladen, der aus zwei Teilen besteht. Dieser hier ist, den kann man beidseitig verwenden als Theater oder als Kaufmannsladen natürlich und ja, diesen hier nochmal. So, und da sehen wir auch noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel hier diese Körbe und dieser Brotkorb in der Mitte. Das hat sie auch alles geschenkt bekommen. Das aber nicht von uns und auch den Inhalt da komplett. Also von Mama und Papa hat sie wirklich nur, was heißt nur, diese zwei Kaufmannsläden bekommen. So sehen sie aus. Wie ihr seht, sitze ich jetzt in dem Zimmer wieder von meiner Tochter, wie ich gerade schon erwähnt habe. Habe mich jetzt hingesetzt und habe hier alles um mich herum, was ich so gefunden habe, wo ich weiß, dass sie das zu Weihnachten bekommen hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe das jetzt hingelegt und werde es euch jetzt so nach und nach zeigen. Ich wollte nur noch mal kurz zum Kaufmannsladen sagen. Wir haben, einige vielleicht werden das erkennen, ne? Das ist ein Kaufmannsladen von Lidl. Das haben wir durch Zufall, also ich wollte eigentlich schon länger zu Weihnachten den Kaufmannsladen kaufen. Habe mir auch viele Sachen im Internet angeguckt, auch viel auf so, so Plattformen wie eBay Kleinanzeigen oder Mamikreisel, irgendwie sowas, um einfach ja, ein günstigeres Modell zu finden, was aber auch schön aussieht. Wir hätten uns auch hier in der Nähe irgendwo was abholen können. Hatte ich mir halt angeguckt, was mir so gefallen hat. Und dann sind irgendwie so Wochen vergangen. Ich habe es halt noch nicht gemacht, weil es war relativ zeitig, noch vor Weihnachten gewesen. Irgendwann Oktober, November schon gewesen. Und dann sind wir irgendwann einkaufen gegangen. Dann hatten sie zufällig gerade bei Lidl diese zwei. Und dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt kaufen wir die einfach. Die dann brauchen wir nicht nochmal irgendwo anders hinfahren. Weil es ist natürlich auch ein Spielgerät. Es ist jetzt, wie ich finde, nicht der schönste. Ne, da gibt es tausende, die schöner sind. Ne, auch viele, die stabiler sind. Aber man muss auch immer gucken, dass man den Platz dafür hat. Ne? Es nimmt viel Platz weg. Wo stellen wir es hin? Haben wir auch lange überlegt. Ihr Zimmer ist jetzt nicht so groß. Beziehungsweise dadurch, dass wir halt zwei Fensterseiten noch haben, hast du auch nicht den Platz, überall die Wand zu nutzen, wo du sowas hinstellen kannst. Und deswegen steht er bei uns jetzt im Wohnzimmer sozusagen. Also im Wohnzimmer, wir haben ja nur einen großen Raum. Da steht er jetzt so unter der Treppe, wo es nach oben zum Schlafraum geht. Da ist er ganz gut, finde ich, passt ganz gut hin. Und naja, es ist halt auch was, was sie halt auch nicht ewig benutzen wird. Ne? Deswegen irgendwann kommt natürlich das Alter, wie mit allen Spielsachen, dann werden die aussortiert. Und deswegen war es für uns einfach wichtig, dass es für uns reicht. Und die Kleine hat da super viel Spaß dran. Ne? Also die will da immer einkaufen gehen. Wir müssen natürlich immer mit einkaufen. So, und deswegen hat sie von uns diese zwei Kaufmannslinien bekommen, weil wir dachten, wir können das gut zusammen kombinieren. Und haben dann wirklich nichts weiter dazu gekauft, weil wir gesagt haben, alle Verwandten, Freunde etc. können da gerne, ja, etwas zu beisteuern. Ne? Und da wir natürlich Weihnachten hier bei uns im Haus gefeiert haben, aber unten bei meiner Schwester am Haus, wir wohnen ja oben drüber, konnten wir den Kaufmannsladen natürlich nicht mit runterschleppen. Wir haben den quasi dann heimlich schon aufgebaut, in der Ecke versteckt gehabt und als dann der Weihnachtsmann kam und haben dann heimlich hier oben das schnell alles hingestellt und dann gesagt, guck mal, der Weihnachtsmann war auch noch oben. Und damit sie aber unten unterm Weihnachtsbaum auch noch was hatte und nicht nur leer ausgegangen ist sozusagen, haben wir ihr auch noch so ein Puzzle geschenkt. Das ist auch vom Lidl gewesen. Einfach so ein 15, nee, wie viele Teile hat das? Doch, 15 Teile Puzzle von Winnie Pooh. Das ist auch schon gut hier, ne?
Sieht man hier, sind Ecken schon hoch. Aber das macht sie richtig gut. Also muss ich sagen, dafür, also es ist ab 3, aber sie kann das schon ganz gut. Ne? Ich habe mich immer damit ihr hingesetzt und das gezeigt und wie ich gesagt, geh, guck mal auf die Ränder oder guck halt drauf, was du da siehst. Und das macht sie richtig toll schon. Das sind wirklich die 3 Sachen, die sie nur von Mama und Papa geschenkt bekommen hat. Mehr nicht. Fand ich ausreichend, weil es halt große Geschenke waren. Ne? So, dann muss ich noch erklären, bevor ich weitermache, hat sie wirklich viel bekommen, weil sie hat wirklich viele Omas und Opas. Sie hat mehr Omas und Opas als normale Kinder. Erklärt sich folgendermaßen. Meine Seite natürlich, ne, meine Eltern, ist einmal Mama und Papa, also einmal Oma und Opa. Und dann gibt es ja noch den Papa, da hat sie einmal eine Mama und einen Papa. Also eine Oma und ein Opa so rum. Und die haben jeweils neue Partner, deswegen hat sie quasi regulär 3 Omas und Opas anstatt 2. Und dann hat sie aber auch noch von der Seite des Vaters nochmal jeweils 2-mal Uroma und Uropa. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie einigermaßen verständlich erklärt. Jedenfalls kriegt sie dadurch sehr viele Geschenke. Meine Eltern waren auch zu Weihnachten mit dabei. Das heißt, sie hat dann da auch nochmal Geschenke bekommen. Also von der einen Oma und Opa von mir, ne, also meine Eltern, hat sie dann bekommen. Einmal auch für ihren Kaufmannsladen eine Torte. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgeholt. Hier so. Ist jetzt nicht alles, ne, weil es steht ja im Kaufmannsladen drin. Das. Dann nochmal so ein Grill, da waren auch viel Zeugs noch mit dran, Wurst, Fisch, den sie auch nochmal so durchteilen kann. Benutzt sie auch super gerne. Macht sie mir auch mal einen Burger, ganz herrlich. Auch wie sie ihn belegt, ist super. Erst kommt das Fleisch, dann kommt 2-mal das Brötchen. Ach so, zwischendurch kommt noch Salat. Also Fleisch, Salat, Käse und dann 2-mal Brötchen. Ganz toll. Das ist so süß. Das hat sie bekommen von der einen Oma und Opa. Dann nochmal die Anna-Puppe. Die sieht schon sehr zerblättert aus, liegt auch immer im Bett, also die nimmt sie mit im Bett. Die hat sie auch wirklich super lieb. Ihre Schuhe sind jetzt ausgezogen, die hat auch noch Schuhchen an, eigentlich. So, dann noch ein Buch. Dieses hier. Ich weiß, und sie hat auch, was ich nicht jetzt hier zeigen kann, relativ viel Süßigkeiten bekommen, die wir auch noch nicht alle aufgegessen haben, aber da hat sie auch einiges bekommen an Süßigkeiten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich wirklich alles gefunden habe, was sie bekommen hat, weil es ist super viel. Dann hat sie im Kaufmannsladen, habt ihr auch gesehen, da hatte ich kurz gezeigt, diese Pappschachteln, da ist ganz viel Würstchen und so drin. Das war auch von einer Oma und Opa gewesen. Von der Oma und Opa quasi vom Papa aus. Von einmal, das ist so schwierig, weil sie so viele hat. Deswegen sage ich jetzt einfach von Oma und Opa immer. Und da hat sie auch einmal so einen Korb bekommen für den Einkaufsladen. Da war ganz viel, ich zeige euch das mal hier an dem Beispiel, ganz viel drin. Ne, so Plastedosen und auch so, ja, was ist das? Holz, ja. Papier gefaltetes, ne? War ganz witzig, weil wir haben es halt 2-mal bekommen. Einen habe ich noch zu, den habe ich versteckt, weggetan, weil. Wir verspielen das ja erstmal, bevor wir das Neue rausmachen, weil der Kompensat ist halt auch nicht so groß, so viel passt da nicht rein. Ist aber auch kurz gut so, weil sie soll auch nicht Reizüberflutung bekommen, ne? Deswegen, und das ist schon sehr viel, was sie hat, deswegen ist das auch noch im Schrank. Und das, was wir reingestellt haben, war auch nicht alles. Also sie hat nochmal ganz viele von so Pappschachteln nochmal versteckt. Habe ich erstmal weggepackt, weil war auch ganz witzig. Am Anfang hat sie natürlich nicht verstanden, dass sie die Dinger nur so reinstellt, sondern sie hat alle aufgemacht. Weil sie dachte, da wäre immer was drin. Bis sie gecheckt hat, nein, die bleiben zu. Und man schmeißt die so in den Einkaufskorb rein. Ganz witzig irgendwie. Ja, also hat sie davon noch so Zeugs bekommen. Und wie gesagt, das geht halt auch relativ schnell kaputt. Und deswegen ist das eigentlich gar nicht verkehrt, dass wir da einfach noch was in Reserve haben. Finde ich supi. Dann hat sie noch von dieser Oma und Opa, die ihr das halt geschenkt haben, sozusagen. Haben wir, Moment, ich muss erstmal gucken, wo das alles steht. Haben wir noch Sachen bekommen auch? Ich hoffe, das ist das richtige Kleid. Oh, ich bin immer so schlecht daran. Aber ich glaube, das ist jetzt auch sehr schmutzig. Ich denke, es war dieses. Es ist ein selbstgenähtes, jetzt aber nicht von der Oma und Opa, sondern ne, sie hat, kennt da jemanden, der Sachen, die Sachen selber näht, ganz süß. Ganz schick hatte sie letztens an, deswegen lag das noch in der Wäsche und ist schmutzig. Und diese Hose, auch ganz, ganz toll. Ja. Sie ist so süß. Kann sie jetzt nicht so sehen. Mit Katzen und Rosa, in Schwarz.
Das ist halt immer schön, wenn das nicht alles nur rosa ist. Deswegen auch das graue Kleid finde ich toll. Sie fängt jetzt halt auch an, gerne Glitzerkleider zu tragen, durch ihre große Cousine, die gerne auch mal Glitzersachen trägt. Dafür sieht das auch. Und auch will auch keinen Zopf mehr, wenn sie das bei ihrer Cousine sieht. Mit 2 geht das schon los. Ich habe gedacht, das kommt ein bisschen später. Ne? So, dann noch mal von einer. Oh, Entschuldigung. Ja, piep. Von einer Uroma hat sie bekommen. Uroma und Uropa, eine Kasse, ganz toll. Da kann sie auch schön mit Sound. Piep, piep, piep. Hier kann sie Karte durchlegen, dann kommt das hier hoch. Mit Fließband. Hier kann man auch bewegen. Und hier kann man auch abpiepen. Ne, dann wäre die Sache abgepiepst. Hier kommt das Geld rein. Aber auch Spielgeld dabei, aber fragt mich nicht, wo das gelandet ist. Und vor allem, es klappert, weil sie auf die glorreiche Idee kam, hier oben durch diesen Schlitz Geld reinzuschieben. Fragt mich nicht, wie ich dieses Geld da wieder rauskriege. Vor allem auch echtes Geld. Ne? Wir geben ja ab und zu, wenn wir halt wirklich Münzen Geld haben, Euro, dann kriegt sie halt so Cents, ne? Um damit dann zu spielen. So, dann hat sie dann auch noch so ein Bugset bekommen, auch ganz süß. Hat sie eine Weile richtig süß gespielt, hat sie das ausgepackt und dann kann man sehen, ist so ein Holzbrett dabei, eine Rolle, Ausstechförmchen und die Plätzchen sozusagen dabei, also aus Holz. Da hat sie wirklich so süß, da hat sie sich das genommen, aufs Brettchen gepackt, die Plätzchen hingelegt, ausgerollt, so getan, als ob sie rollt, dann die Ausstechform wirklich rüber gemacht und dann wieder abgemacht und fertig und dann mussten wir die essen. Also voll süß, hat sie richtig süß damit gespielt, eine Weile lang. So, momentan ist allgemein einfach nur noch Kaufmannsladen gerade aktuell, also so alles mit Kaufmannsladen. Immer spielen. So, dann hat sie von einer. Ach, das habe ich ganz vergessen. Das steht ja auch noch von der Mama, von meiner Mama sozusagen, von der Oma, dieses tolle Pizza-Set bekommen, ne, mit Pizza. Und da seht ihr das ganze Zubehör noch mit drin. Ist auch noch zugeschweißt, weil es ist einfach zu viel. Ne? Das ist noch im Schrank und das wird später mal rausgenommen. Es steht ja 2 bis 8. Also wir haben da noch Zeit. Jetzt haben wir erstmal den Grill ausgepackt. Da grillt sie jetzt aber schön und. Ja, ist halt auch so eine Platzfrage. Ne? Man weiß auch nicht, wo man das aber hinstellen soll. Und wenn es zu viel ist, ne? Man muss Sachen einfach auch mal wieder wegstellen und wegräumen und dann wieder neu rausholen. Dann bleiben sie interessant. Ne? So, dann von ihrer einen Tante und Onkel hat sie ein, wie nennt man das? Ein Auto bekommen, aber ein ferngesteuertes Auto. Danke. Also da gibt es eine Fernbedienung zu. Da kann sie mitfahren. Und von ihrer anderen Tante und Onkel hat sie das noch bekommen. Auch ganz süß. Ich habe erst gedacht, so, so simpel, aber damit hat sie sich auch eine ganze Weile lang damit beschäftigt. Ne? Kann man hier, Mama Vogel, zack, und dann wird das Baby gefüttert. Ganz simpel. Aber leider ist schon ein Wurm weg, der ist wahrscheinlich bei uns unter der Couch. Ich muss mal wieder die Couch vorschieben. Da findet sich dann immer ganz viel lustiges Zeugs drunter. So, dann. Von nochmal einer anderen Oma und Opa hat sie nochmal so einen ganz, ganz tollen süßen Einkaufskorb bekommen und noch so einen Holzkorb mit ganz viel. Da ist jetzt mehr Obst und Gemüse drin als dazu, weil einiges davon gehörte auch noch in anderen Holzschachteln, aber wir haben es jetzt einfach in einer sortiert: ne? Möhrchen, Melone, also wirklich alles Mögliche. Ich werde euch jetzt nicht weiter zeigen. Ganz viel Obst und Gemüse. Und was ich auch richtig süß fand, so kleine Törtchen. Guckt euch das mal bitte an. Kriegt man ja die Mogel rollt weg. Kriegt man auch gleich Hunger, wenn man reinbeißen. Das ist so süß, so hübsch. Das Holz. Ganz schön. Da waren auch noch so wie bei richtigen Cupcakes, Küchlein, hier so eine Muffinförmchen. Die sind jetzt natürlich schon platt gedrückt. Ne? Waren die so drin. Aber es ist auch ganz witzig, die sollen auch nicht weggeschmissen werden. Ja? Sie spielt dann auch wirklich damit und holt sie dann so auch da raus. Ja, voll süß und davon 2. Einmal so ein kleinere und einmal so größere. Nee. Könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Auch bezaubernd und ein Kuscheltier, ich kannte ihn nicht. Das ist der Dodo von der Aida. Und ach, da haben wir sogar noch Seta, habe ich vergessen, einen Trinkbecher bekommen. Hat sie auch von deren Aida. Da sind diese, ich wusste gar nicht, dass Aida Kids so eine Maskottchen hat. Sind 4 Stück und da sind alle 4 drauf und den hat sie nochmal als Kuscheltier bekommen. Relativ groß. Ganz süß. Ich dachte jetzt, okay, wer ist das? Ganz komisch, aber sie fand ihn richtig klasse. Die erste Zeit lang, ich glaube, die ersten Wochen nach Weihnachten, hat sie den nur mit sich drin hin und her geschleppt und als sie dann wieder die Kita losging nach Silvester, da musste er ungelogen die erste Woche mit in die Kita.
Eigentlich darf sie halt nichts mit in die Kita nehmen. Wir haben dann mal so gemacht, okay, sie kann es mit ins Auto nehmen und bis zur Garderobe und in der Garderobe wartet er dann oder kommt wieder mit mir mit und fährt mit mir Auto und wartet dann im Auto, wenn wir sie wieder abholen, wenn ich sie wieder abhole. Und der musste wirklich jeden Tag mit. Jetzt momentan ist es unterschiedlich, mal eher. Letztens hatte sie einen Waschbären mit, ganz komisch, hatte sie noch nie. Der war jetzt letzten Tage aktuell. Heute ist wieder Baby mit, ihre Babypuppy. Das ändert sich, ne? Weil viele Kinder haben ja entweder gar nichts oder immer eine spezielle Sache, die sie immer wieder tragen. Und bei ihr ist das immer wechselnd. Und der schläft aber auch noch mit in ihrem Bett. Den muss ich mal wieder reinpacken. Und dann hat sie noch von einer anderen Oma noch dieses Buch bekommen, Vorlesegeschichten und ganz viel Süßkram, wirklich ganz viel Süßkram. Und auch noch ja, ein bisschen Geld, was jetzt in ihrer Spardose gelandet ist. So, nein, das war's noch nicht. Ich habe was unterschlagen, etwas ganz Kleines, ich habe fast nicht gesehen, von der Oma und Opa von Dodo hier auch bekommen hat und das ganze Törtchen und Obst und Gemüse. Auch noch eine neue Figur für die Toni-Box. War ganz witzig, weil sie wollte mal, dass sie steht, aber die muss liegen. Ins Ende gute Nacht aus. Die erzählt gute Nachtgeschichten und so verschiedene Sachen. Und es ist ganz witzig, weil die kannten wir vorher noch nicht. Also ich, klar, ich kenne die Sendung mit der Maus, aber unsere kleine Robin kennt das noch nicht. Und seitdem sie die Maus hat sie letztens, sie darf ja ab und zu auch mal Fernsehen gucken. Also wir haben ja dann über Prime gucken wir. Und da darf sie sich dann mal was aussuchen. Meistens sind das immer die gleichen. Und letztens wollte sie dann plötzlich die Maus, die Maus. Und ich dachte mir so, was ist die Maus? Und ja, war ganz witzig. Dann haben wir uns da die Sendung mit der Maus angeguckt. Ja, ganz schön. Ja, das war's, wie gesagt. Ist auch eine ganze Menge für eine Zweijährige, wie ich finde. Aber wenn man auch so viele Omas und Opas hat, ne, da kommt einiges zusammen. Von daher ist das ganz gut, dass wir persönlich jetzt nicht so viel gekauft haben. Und ich kenne auch meine Eltern zum Beispiel. Also meine Eltern, die schenken auch immer so super viel. Ne? Also ich denke, wow, warum so viel? Das ist schön, ne? Die Kleine, die freut sich dann mal riesig drüber. Und nur mit uns ist immer so der Platz. Nee, der Platz, wohin? Ich versuche dann jedes Mal auch wieder umzuräumen und auszuräumen ganz viel. Aber es ist immer nicht so einfach. Nee? Und irgendwann sind hier gerade so komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das irritiert mich gerade ein wenig. Ja, aber wie gesagt, das war's. Das hat sie geschenkt bekommen. Ich will das Video jetzt auch nicht länger strecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.